Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Gameplay von der ModMap. Die Download-Links von WinRAR und der ModMap setze ich wieder in die Beschreibung rein. Wie man ihn runterlädt und installiert, und also installiert und einfügt, müsst ihr euch im Tutorial davor angucken. Ist alles ganz genau gezeigt und beschrieben. Und jetzt zeige ich euch die Map. Also, wir nehmen jetzt die Rebellenseite. So, erster Raum, so Bögen und hier so ein Tier. So, jetzt biegen wir hier links ab, gehen geradeaus in die Pflanzenhalle, so nenne ich die. So, die sieht so aus. Da ist ein... Wie heißen die jetzt nochmal? Die heißen halt diese Einviecher. So. Map ist schon sehr gut. Hier ist eine Brücke. So, ich renne jetzt hier hoch. So, jetzt ist hier wie beim Todesstern so ein Loch. Zu vergleichen mit, wenn man hier reinfällt, ist man automatisch gestorben. So, ich laufe jetzt in die imperiale Base. Die geht hier lang. Hier ist pyramidenförmig gebaut mit Schriftzeichen am Eingang. Und so sieht die Imperial Base aus. So, jetzt laufen wir hier durch den Tunnel. Und ich zeige euch hier das Tunnelsystem und so. So. Eine Mine. Könnte man so nennen. Da sind ganz viele Wampas, wie man sehen kann. Hier muss ich jetzt schnell abhauen. Die haben auch, die fressen auch ziemlich viel. So, jetzt ist man hier in den Stollen. Ich versuche jetzt hier schon möglichst schnell wegzukommen. Also das hier ist schon sehr geil. So, jetzt sind wir hier in der Ebene. Hier ist dieses eine Ding, also da sind diese Köpfe. So, da sind wir hier. Und komm, dann laufen wir jetzt hier hinten lang. Hier sind so antike Sachen. So, jetzt biegen wir rechts ab. Das hier nämlich gerade mal Raktgang. So, dann kommt hier so wie bei einer Bo- und Springbrunnen und alles so. Jetzt laufen wir hier lang. Und noch einen Moment mal, ich gehe jetzt da vorne lang. Dann hier hoch. Wieder durch den Katamarabgang. Und dann hier lang. Jetzt sind wir wieder hier bei den Treppen. So, jetzt gehe ich hier lang. Und dann kommt diese Wölbung. Dieser Wölbunggang. So. Der ist schon eigentlich vorteilhaft. Weil wenn man hier Granaten wirft, fallen die in ein Loch. Oftmals. Und dann sind halt viele Gegner gestorben. Hier ist ein Kommandoposten von der Imperialen. So. Und dann sind wir auch schon wieder hier bei der Imperialen Base. Und hier ist das Überwachungssystem. Das war's von mir. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Und bis zum nächsten Gameplay. Oder Video. Ciao.